Jo, was geht ab? Future Battle Rap im Lemuria heute bei den Spring Breakers. Wir haben ein sehr, sehr würdiges Eröffnungsmatch gesehen, würde ich sagen, zwischen Lara Soft und, sag mal, Matt oder MAT? MAT 052. Ja, hat mega krass, ne? Das war dein zweites Battle und dein erstes Battle tatsächlich. Mhm. Ne? Übelst, ja. Übelst krass. Wie aufgeregt wart ihr vorher? Erzähl doch mal. Ich war tatsächlich sehr aufgeregt, also ich hatte einfach, also ich konnte meinen Text so, ich hatte jetzt nicht so mega viel Vorbereitungszeit wegen, wie gesagt, Bachelorarbeit am 31. abgegeben und habe dann erst wirklich mit dem Battle auch angefangen und ich konnte das gut auswendig und so, aber ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich wegen Aufregung und so vielleicht irgendwie kurz rauskomme und das ist in einem Onbeat-Battle natürlich ein bisschen schwierig, ne? Also bei A Cappella kann man ja einfach wieder einsteigen, Onbeat. Ja, aber deswegen bin ich froh, dass ich nicht rausgekommen bin, ja. Nachvollziehbar. Ja, wir hatten ja eben auch schon mal kurz gesprochen. Erzähl ja. Mal, wie ging's dir eben? Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt so. Es ist mein zweites Mal, aber es hat sich wie das erste Mal angefühlt. Ja, ja. Ja, das Problem ist, ich habe halt zum Teil sehr perfektionistische Züge. Das bedeutet, ich habe 2 Tage vorm Battle noch irgendwelche Lines umgeschrieben, so. Hab's in Bezug aufs Auswendiglernen dann noch relativ gut hinbekommen, bin glaube ich einmal raus gewesen so, aber ja, man. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr krass, also für die ersten, fürs zweite Battle, fürs erste Battle richtig, richtig krass. Wie bist du so rangegangen? Also ich meine, du kommst jetzt so, ich glaube, du bist schon länger so ein bisschen in der Battle-Rap-Szene auch so ein bisschen unterwegs. So, ja. Wie kamst du dazu zu sagen so, ich hab Bock, ne, wir haben deine Songs gehört, die fanden wir mega nice so. Danke. Gerne. Und wie kam es dann dazu? Also wie hast du den Schritt quasi von der Crowd in die erste Reihe geschafft? Ja, ich bin schon länger bei Diltily halt regelmäßig, genauso fanmäßig dabei und ja, ich fand das halt immer geil und das Einzige, was mich irgendwie abgehalten hat, war immer so ein bisschen die Angst davor so und ich finde, Angst ist immer ein schlechter Grund, etwas nicht zu machen, was man eigentlich machen möchte. Und ja, ich habe ja tatsächlich erst letztes Jahr im Dezember, glaube ich, meinen ersten Track released und ich hatte vorher auf jeden Fall schon die Absicht zu battlen, aber ich dachte safe nicht, dass das jetzt so schnell danach sein wird. Ne? Jetzt, letzten Monat kam der zweite Track und ja, der Yasin hat mich halt einfach angeschrieben und ich glaube, wenn er das nicht getan hätte, hätte ich mir auch auf jeden Fall mehr Zeit gelassen. Aber ja. Du wurdest zu deinem Glück gezwungen quasi. Quasi, ich habe dann einfach gesagt so, okay, nach der Bachelorarbeit, so, gib ihm. Ja, ja. Und ja, dann so kam es dann. Okay. Wie ist das bei dir? Du, dein zweites Battle, warst du vorher Battle-Rap-Fan oder wie bist du so in die ganze Szene reingekommen? Das also, habe ich mich nämlich vor dem ersten Battle eigentlich schon gefragt. Ich muss ganz klar sagen, dass ich absolut, also im Verhältnis zu all den Leuten, die hier rumlaufen, gar keinen Plan habe vom Battle-Rap. Okay. Also ich bin wirklich, was Diltily betrifft, Top Tier und so weiter. Ich, also ein Klassiker natürlich, als 11-jähriger Junge hat man sich Rapper Mittwochstuff reingezogen ein bisschen. So, aber sonst. Ja, wir nicht als 11-jähriger Junge, ja. Da waren wir schon 40 oder so. Komm, ja, sorry, wo kann ich die Kippe ausdrücken? Ich glaube, die musst du erstmal in der Hand halten. Ja, da vorne in die Flasche. Ja, danke dir. Sorry. Alles easy. Auf jeden Fall, ich bin da halt, ich bin jetzt erst seit ein paar Monaten so ein bisschen drin, so. Auch noch nicht so krass. Ich bin durch einen sehr, sehr guten Freund drauf gekommen. Mal schöne Grüße an DMX, Max. Shoutout. Der gesagt hat, ey Martin, du kannst ja einigermaßen gut rappen, warum machst du es nicht mal live? Zeig, was du drauf hast. Konzert wäre ja noch nicht drin. So. Deswegen erstmal ein Battle und ja, Mann. Sehr cool. Hast du deinen Mutti-Zettel dabei heute? Ich bin 16. Muss man denn, also es geht ja nicht so, bis 12, es geht nur bis 10. Ich gehe auch nicht. Nee, brauchst du den ja gar nicht dabei haben. Ich habe dazu noch eine Frage. Du hast jetzt gesagt, du hattest gar keinen Plan so von der Sache, außer du hast so ein paar Rahmensachen gesehen. Wie hast du dich denn dann insgesamt vorbereitet? Weil du kommst. Also, natürlich, ich meine jetzt vor das Feststand, dass ich überhaupt battle. Also vor meinem ersten Battle, als es dann hieß, ey yo, du hast jetzt einen Gegner, dann habe ich mich natürlich reingefuchst und habe das Ganze abgecheckt, so mir ein paar Battles reingezogen, so. Aber ja. Ich war jetzt vorher, wenn ich ehrlich bin, noch nie bei einer anderen Battle-Veranstaltung, außer beim ersten Mal, wo ich halt selbst gebattelt habe und heute hier.
Was mich bei dir noch interessiert, das hat Jens eben auch schon mal kurz angesprochen, ist sein Battle gegen Dada ist ja erst vor anderthalb Wochen ungefähr rausgekommen. Oder zwei Wochen. Hat dich das nochmal in deinem Schreibfluss irgendwie unterbrochen? Oder hast du gesagt, so, boah krass, jetzt kommen da ein paar gute Sachen, die ich irgendwie noch mit reinbringen könnte? Oder? Also dadurch, dass ich ja aktiv erst ab dem 31. mit dem Battle angefangen habe, weil ich da vorher meine Bachelorarbeit geschrieben habe, war das kein Ding so. Okay. Ich habe mich auch schon, also ne, ich meine, ich habe auch deine Tracks gehört, da war ja auch und so. Eine sehr krasse Line am Ende mit dem kalten Licht. Ja, Mann, danke. Und ja, genau, also auf das Battle habe ich auch schon so ein bisschen gewartet, weil na, er hat halt auch eine Frau gebattelt. Und dann wusste ich, da wird auf jeden Fall irgendwas sein, ja. was ja. ich aufgreifen kann. Ja. Und ja, dann zeige ich, hat das halt dann auch gepasst. Also ja. da musste ich habe jetzt nicht irgendwie vorher ganz anders geschrieben und musste dann umschreiben, sondern genau, ich habe dann schon so ein bisschen auch auf das Battle gewartet und ja, das passte dann. Was mich auf jeden Fall noch interessieren würde bei dir, hast du dein ganzes Wissen, so wie sie es gesagt hat, aus den Insta-Reels von Kolle? Ist das so? Muss ich mir Sorgen machen? Müssen wir uns Sorgen machen? Nein, aber ich bin ein Kollegah-Fan. Okay. Ja, du hattest halt ein Reel gepostet, wo der dann so diese Thematik aufgegriffen hat und dann war ich so... Achso, ja, das in Bezug auf Schule ist klar. Ja, genau, ja. Diese Matrix und System und so. Ich musste das aufgreifen, das war... Hast ja. du sehr gut gemacht. Ja. Danke. Ja, jetzt keine Reels mehr. Ja, hat auf jeden Fall übelst Bock gemacht. Also ich meine, ihr habt das ja auch gemerkt, die Crowd war übelst on fire, ist schon direkt von Anfang an, sind übelst krass mitgegangen. Wir haben es übelst krass gefeiert, wir würden uns echt freuen, wenn ihr beide nochmal Bock hättet bei uns oder generell in die Battle-Rap-Karriere zu starten. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr nochmal bei uns wärt. Ansonsten, wie gesagt, Leute, checkt das auf jeden Fall nochmal aus. Ja, ihr habt es wahrscheinlich gestern schon gesehen, jetzt seht ihr das Interview, checkt es jetzt nochmal aus, das ganze Ding von den beiden. Vielen lieben Dank. Lara Soft, checkt sie auf jeden Fall auch auf Spotify aus. MAT052 bitte auch. Hast du Spotify? Ja, natürlich. Dann checkt die beiden auf jeden Fall aus. Vielleicht rutscht auch ein kleiner Song von MC Cologne mit rein. Sicherlich. Ansonsten, Leute, Future of Battle Rap, Spring Breakers Event. Mega nice. Sehr danke euch beiden nochmal. Und wir sind raus.